Und da sind wir wieder zurück bei unserem nächtlichen Ausflug, nachdem ich ja meinen Rucksack und das Fahrrad verloren habe. Ich muss mal kurz. Oh, hier, warte mal. Wir. So. Wir haben noch ein ganzes Stück vor uns. Wir sind gerade angekommen und wir wollen. Ach, da unten. Ich finde die halt echt problematisch, diese Holzfäller, ne? Boah, die wobbeln aber auch so. Okay. Hui. Haben wir was Neues gelernt. Irgendwie steigen wir kaum noch mit oben. Okay. Siehst du, hast du nicht gewünscht, die Nacht so zu verbringen? Ja. Kannst du hier drin gehen, Schweißbrenner, in deiner Werkstatt? Erstmal gehen wir Rucksack und holen. meine Spelle reparieren und dann. Meine letzten 6 Schuss. Ui, hast du aber geschludert hier. Ja, du triffst ja auch schlecht, gerade wenn sie rennen in einer Nacht ins Bild. Dann gehen wir mal auch ein bisschen direkter jetzt, glaube ich, mal hin. Das brauchen wir noch ewig. Es wird langsam hell, oder? Über mir ist ein Geier. Das wäre zu schön gewesen. Lassen. Ja. So, jetzt können wir ja chillig durchgehen. Die paar Grün halt hier noch. Oh, ein Vierer Eisfell. Oh. Ich muss mal kurz einen Baum haben. Jo, wofür? Zum Reparieren? Dann kann ich Eniko mal nachfüllen. Oh, Entschuldigung. Bei dir läuft ein kleiner Holz, heller Holz, heller Holz, heller. Ja, ich muss einen Ressourcenstein nehmen. Weil der sind ja hier im. Na, nimm mal den nächsten, an dem wir vorbeikommen. Schneebiom. Hier hast du welche. Ah, jetzt wird es nämlich auch langsam kalter. Ach komm. Komm wieder Platz frei. Da hinten habe ich einen Quest. Was ist das, der Händler? Bestimmt. Kann man ja auch irgendwann mal hin, hä? Ja, ich nehme immer nur ein paar mit, die hier auf dem Weg liegen.
Oder laufen in dem Moment. Oh, danke. Dann müssen wir eh so viel noch nehmen, ne? Ja. Immer dein Spell in der Hand, damit du auch nicht frierst. Stimmt, ich kann halt mal einen Kaffee trinken, wa? Mhm. Der Kaffee hat er schon hier unten. Ja. Immer noch ein Bandagen. Da, guck mal. Tja, manchmal ist es umdrehen gar nicht so verkehrt. Ich glaube, ich habe schon fast 200 Pfeile verhauen, wa? Und dafür sammeln wir die ja. Obwohl, effektiv benutzt, glaube ich. Also noch habe ich Bandagen bei, wenn wir welche. Na, Bandagen habe ich auch, nur Heilbandagen halt nicht. Und man regeneriert sich scheinbar von alleine, ganz langsam. Und die Fahne wird größer. Sieht aber cool aus, guck mal, mit der Sonne da. Ja. Ja. Na, Katzenfutter kannst du zerhackeln, glaube ich, das essen wir ja nicht. Die 10% bedeuten bei uns nämlich 10%, dass man nicht die Vergiftung bekommt. Oh. Oh. Sag doch, dass er schon so nah ist. So. Da fliegt ein Geier, hackt mir schon auf den Hinterkopf. Naja, ich kam den Berg erst hoch, deswegen habe ich den da erst gesehen. Richtig so. Wie bitte? Ja, leider. Ein bisschen. Die Wüste wäre mir noch wichtig gewesen. Oh, jetzt friere ich aber ziemlich doll, danke. Hoffe. Wenn wir den Krempel holen, da liegen, dann müssen wir eh erstmal zurückkommen. Auch ein bisschen, ja. Doch keine Steinpfeile. Wir sind aber gleich da. Ja. Was will er? Egal. Wieder ein Händler am Start. Auf jeden Fall ist Panade.
Mach du. Oh, danke. Falls du mal ein Hemd findest, mach mal nicht sofort klein. Hier liegt noch ein Tag. Hier kann ich mal. Ein Hemd? Ja. So was Warmhalterlingeres ist. Ich hab einen Bock. Ne, ist ja nicht ganz ein Hemd. Schuhe brauchst du auch nicht, ne? Nö. Sind gleich da. Oh ja, der war voll daneben. Das Haus direkt vor uns. Geradezu. Wow. 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 Guck mal, da liegt das Fahrrad. So, dann machen wir mal rein. Mein Dreischuss. Ja, gib dir gleich welche. Liegt noch ein Rucksack. Okay. Ich kann dir... Nicht hinschmeißen, ne? Denk an. Stimmt. 42 Schuss geben. Warte mal, hier war ein Shirt drin. Hier? Nee, ein Overall. Zeig mal. Achso, ne, Overall trage ich. Guck mal her, ich leg dir in den Schrank die zwei. Ne, hier in den Einkaufskorb. Lege ich dir die. Warte mal, das. Das. Oh! Dann komme ich nach Hause. Kann ja deinen Rucksack mitnehmen. Mit kriegst du halt mit. Musst du ausgehen. Oh Gott. Ja, da ist ein Viraler mit bei halt. Zwei. Ja, der war nicht drin. Oh Gott. Wow! Oh Gott! Nicht sterben. Doch. Echt? Ich glaube schon. Ja. Ja, jetzt liegen beide theoretischen Fahrräder dort. Aua! Was zum? Warum ist hier denn überall, warum ist denn jetzt hier so voll und überall noch grüne? Ja, eben, ich wurde ja...
denn los hier? Ich leg mal meinen Schlafsack ins Haus. Das ist ja jetzt blöd gelaufen, ne? Ja. Weil es ist wirklich weit, ne? Ja. Das heißt, wir brauchen halt im Grunde wieder Essen und so weiter und so fort. Aber wenn ich denn wirklich für den Tag los bin? Ja, dann jetzt am besten. Ja, ich ernte hier bloß immer schnell ab. Nimm Essen und Trinken wieder mit. Hab mal von allem die Hälfte mitgenommen. Ich nehme mal die Knarre mit, glaube ich. Uiuiuiui. Brauche ich noch ein paar Pfeile jetzt? Nee. So habe ich es mir dann doch nicht gerade vorgestellt. So, schnell auspacken. Dann mal kurz mal reparieren hier am besten. So. Schnell auspacken. Kaffee und Essen mitnehmen, ne? Ja, ja, ich habe zwei mitgenommen. Kann man den nachkochen? So, warum hast du Feuerspelz mitnehmen? Und weiter hieß es. Schon schön, ne? Dann mal auf. Na, wie gesagt, wir haben ja dann da. Ja, hoffe ich richtig. Los, ja? Ja. Wir ignorieren jetzt auch die Zombies auf dem Weg. Wir laufen wirklich nur. Also komplett Richtung Süden. Komm, ein bisschen witzig ist es. Ja, jetzt ist aber die Nacht rum. Ja, aber dann auch den Tag schon wieder fast. Du bleibst hin. Ich habe nicht so viel Ausdauer. Renn ruhig vor, go, go. Brauchst nicht auf mich warten. Musst nur darauf achten, da rennt noch so ein Juggernaut rum. Aber ich war zu voll beladen, um wegzukommen. Ich hol mein Zeug und geh wieder nach Hause, ganz im Blumen. Erzähl mal so ein bisschen was. Was magst du an dem Spiel?
Eigentlich alles, aber musstest du auch so weit weglaufen? Fahrrad. Ja. Ich mag zum Beispiel an dem Spiel, dass es so groß ist, dass es lange Entfernungen überhaupt gibt. Ja, das stimmt. Nehmen wir sein Holz nebenbei mit, können wir was Sinnvolles machen. Sinnvoll kostet Tageszeit, Schatz. Straight nach vorne. Mach ich ja. Weiß halt nicht, was ich mit meinen Skillpunkten gerade machen soll. Na, dann guck doch mal wegen dem Titanwerkzeug, ob das dafür Da benebenbei brauche ich ist. mein Meisterbuch, das müsste ich finden. Also ich hab's, ich könnte es theoretisch, aber ich darf nicht. Ach, es kostet 10 Punkte. Okay. Ach ne, Titanrüstung kann ich herstellen. Das, hier ist es, glaube ich. Ja, ich kann Titanwerkzeug herstellen. Wollen wir mal gucken. Ja. Wäre bestimmt nice. Titan. Oh, kann ich wirklich? Geschmiedetes Titan. Brauchen wir die erweiterte Schmiede? Die kann ich herstellen. Ja, dann könnte ich Titan und Titanblöcke. Auf die, meinst du, die sind besser als Stahlbeton? Bestimmt, ne? Aber dafür würde ich es nicht, wer weiß, wie viel man überhaupt davon findet. Oder doch, nur die Blöcke, die in Schlaghöhe der Zombies sind, ne? Also die zweite Blockhöhe müsste man ja im Grunde nur. Im Grunde. Ja. Aber gibt's auch eine Ti Ach da! Titanspitzhacke. Metallarbeitsplatz. Könnten wir herstellen. Oh, soll ich das mal machen? Ja. Ah, dann müsste ich eigentlich aber auch skillen, dass ich sie in hoher Rarität herstellen kann, oder? Also eine Einser ist ja blöd. Naja, aber erstmal. Naja, aber. Naja, du. Aber wir wollen ja nicht eine bauen, die dann Einser ist, dann ist ja der Titan weg. Ich glaube, selbst wenn wir es ja einschmelzen, kriegen wir ja bestimmt die 20 Titan nicht wieder, die es braucht. Gucken wir, wenn wir zu Hause sind. Ich muss mich nur daran erinnern, aber ich glaube, dann machen wir uns mal Werkzeug. Obwohl. Ich habe doch schon mal ges. Warte mal. Warte. Habe ich nicht da schon mal Punkte reinge. Zumindest hast du da schon mal reingelunzt. Werkzeug. Ist schon Stufe 2. Könnte ich. Ja, dann würden wir unseren Stufe Scheiß. 4er Zeug kann ich Ja, herstellen. das Das ist ist doch schon mal okay. was. Das sind Das drei haben Sachen, wir die man jetzt reinmachen kann. auch. Und dann ist das aber schon. Aber vorher würde ich dann eher die Basis bauen, weil dann kann ich Ja. vielleicht sogar 5er herstellen, weil das skaliert mit meinem, wie viel ich halt baue. Praktisch. Das wäre schon mindestens eine Option. Ich hoffe nur, dass wir auch keinen Schweißbrenner brauchen, aber es stand zumindest gerade nicht da. Sonst für Tiere erlegt, obwohl wir ja eigentlich dann auf Gemüseeinkauf umsteigen. Naja, aber wenn man es hat, schadet ja nicht, ne? Also ist alles Ja, zusätzliches. ich brauche 5 Level, damit ich in der Lage bin, Bratkartoffeln mit Fleisch zu machen. Bratkartoffeln. Warum ist, rennt dann hier schon wieder ein Grüner rum? Naja, hat sich Vor allem, ich habe halt eingeschlichen. keine Pfeile. Ich kann dagegen jetzt nicht so viel machen. So, ich bin im Schneebiom. Ja, einfach. Deswegen ist ja alles da. Wir waren ja knapp davor, ne? Schade ist eigentlich, finde ich, dass man seine Verbündeten nicht wiederbeleben kann. So ein Defi praktisch. So für 30 Du, du Sekunden oder so. wenigstens einmal und mit einem HP, sodass du wieder lebst, Also oder? 30 Sekunden Zeit, Defi. Was ist das hier vor?
Tag 9, guck mal oben hin. Oh, dann müssen wir auf jeden Fall zurück. Und zwar schnell dann. Ja. Dann werden wir auch wirklich ganz fix die Basis noch bauen. Dann wir Spikes in der. Dann werden wir Spikes in der Dings herstellen. In der Werkbank. Und Draht. Diesen Stacheldraht. Der war ja gut. Ja, dann müssen wir. Hoti Hoti. Ich glaube, ich werde da noch ein paar Molotow-Cocktails herstellen. Und ich glaube, ich habe mich entschieden, auf Eis zu gehen. Okay. Es macht theoretisch Sinn, wenn ich mit Bogen spiele. Liegt sogar ein Spellcast schon drinnen, einfach, ne? Ich habe einen Vierer gefunden. Also. Naja, dann baue ich das andere Ding doch schon. Damit so alle drei da stehen, weg und los. Wobei ich Lightning schon cool finde, ne? Aber macht halt im Grunde keinen Sinn. So. Nee, also jetzt, weil Fernkampf und wenn sie halt reinkommen, kann man so verlangsamen. Also es macht mit dem Bogen eigentlich mehr Sinn. Aber dauert eh noch ein Weilchen. Muss erstmal skillen und so weiter und so fort. Also irgendwann aber. Hat die noch mit Knarre rum? Dum, di, dum, dum, dum. Naja, ein bisschen größer ist Tifan ja schon geworden. Das muss ich mir merken. Hier so eine, diese Höhlen da, die sind ja eigentlich immer recht gut. Höhle. Na, ist einfach mal. Laufu. Mädelu. Wie schaffst du es eigentlich so viel schneller zu sein als ich? In dem Kaffee? Kann sein. Du bist ja schon da. Ja. Ich bin einen halben Kilometer hinter dir. Dabei habe ich schnellere Stamina-Regeneration. Nee, nicht da. Links die Tür musste rein. Nicht sterben, der Juggernaut könnte hier noch rumrennen. Ich warte hier draußen. Okay.
Nö, brauchen wir nicht. Na, ein bisschen Zeit haben wir eigentlich zum befestigen. Obwohl die eine Wand fehlt noch komplett. Hä, ist das ein Händler? Nee, ich hab was gelesen. Ich hab gedacht, das kann ich lesen. Und jetzt hab ich mir eine Kuh hingestellt. Oh nee, red mal mit Bertha. Was sagt sie? Tell me. Scheiße. Drück mal da, Show, zeig ihm mal Zuneigung. Ja, das hört er schon. Ja, und nu? Hoch. Oh, guck mal, bei mir. Was mach ich denn jetzt? Das ärgert mich ja. Ah, Bertha. Ah, hier, guck mal. Okay. Ja, und nu? Shit. Ja. Das ist blöd. Kannst du nicht mal mitnehmen? Nee. So, ich baue mal das Fahrrad zusammen, wa? Dann kannst du das nehmen, was da steht. Tja. Kommt sie mit? Mit dir? Ich weiß nicht. Ja, sie folgt dir. Okay, dann musst du vorsichtig nach Hause fahren. Jetzt ist sie verwirrt. Ich glaube, du musst laufen. Bertha! Bertha? Ja? Bertha! Komm mit! Macht sie nicht. Hilf mal mit, wir machen mal das Auto kurz weg. Nee, vielleicht hängt sie da. An der Tür. So am Fahrradgriff. So, und jetzt? Ja, nun komm. Lauf mal weiter. Nee. Ja. Du Minuten. Ja, na gut. Ich glaube, wir würden eh keine Tiere schlafen. Ich glaube eher die Luft dir jetzt hinterher. Nee. Nee. Gut, dann fahr ich jetzt nach Hause. Ja. Dann müssen wir einen Stall dann erst nächste Mal bauen. Gut, jetzt rennt hier Bertha rum. Ist ja schade. Dann mal ab nach Hause. Straßen so lange gehen? Nö, einfach geradeaus.
Geh weg, will nach Brandenburg. Die mit Wölfe. Wölfe, ja. Und Berthas. Wir wollten ja eh keine Tiere dann mehr schlachten. Ich glaube nicht, dass sie zum Schlachten war. Muss ich es ab und zu mal besuchen gehen? Ja. Aber Stan ist so verhungert, elendig. Ja. Weil sie wurde ausgesetzt. Ups. Na, mal kurz was essen. Ah, das Auspacken wird dann echt dauern. Weg da. Weg da. Mit Fahrrad geht's? Ja, aber da kannst du eben gerade nicht trinken nebenbei. Das ist kalt. Ja, ja. Dann müssen wir hier bald durch sein. Du kannst trotzdem was trinken zumindest. Aber gut, ich weiß nicht, ob es ging, ne? Da wird es ja schon gehen. Oh, das Haus hier ist sehr interessant. Das haben wir markiert. Sägebank. Ah. So, dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause und beim nächsten Mal geht es um den Basenbau und Vorbereitungen auf die nächste Blutnacht. Bis dann!